Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Hub. Ja, und heute mal wieder mit einem Review für euch. Wir reden heute über das Tuya Knife Street Legal. Ein Design, das dieses Jahr richtig heftig eingeschlagen hat. Das hat auch sofort einen Preis abgeräumt, ist Messer des Jahres 2022 geworden. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass Sascha Stölp von Writing Turning Flipping mir dieses unter anderem mit einigen anderen wunderschönen Tuya Knives zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Mit dem Street Legal hat Tuya Knife sich einen Designer rangeholt, der nicht dafür bekannt ist, immer mit großen Konzernen zusammenzuarbeiten. Normalerweise starten die Custom-Messer so in etwas über 1000 Euro und springen dann auch ganz problemlos bis auf die 4000 Euro hoch. Und damit man so einen Designer rankriegt, mit einer Firma, mit einem Hersteller zusammenzuarbeiten, muss man natürlich erstens Glück haben, zweitens muss der Designer auch überhaupt mal Bock haben, ein etwas erschwinglicheres Modell zu produzieren, und man muss gut auf den Designer zugehen. Dadurch, dass Sascha und ich ein Talent dafür haben, sehr lange zu telefonieren, kenne ich jetzt einige Insights zu diesem Modell, die ich sehr, sehr gerne mit euch teilen möchte. Und ja, wir arbeiten jetzt trotzdem erstmal die technischen Daten ab vom Street Legal. Ihr seht direkt hier am Griff, reden wir hier mal über ein natürliches Material. Anders als die meiste Zeit hier auf dem Kanal reden wir hier nämlich über amerikanisches Wüsteneisenholz, und im geschlossenen Zustand hat das Messer eine Länge von 9,2 cm. Hier kommt direkt die erste kleine Anekdote zum Tragen, die Sascha mir erzählt hat. Denn Tuya Knife fertigt ja ihre Messer in China, und natürlich gibt es auch chinesisches Wüsteneisenholz, aber hier gab es zahlreiche Ratschläge, bitte amerikanisches Wüsteneisenholz zu verwenden, da die Klimazone in Amerika eher der europäischen Klimazone entspricht. Und ihr seht schon hier, da kommen wir direkt zur allerersten Feinheit, die vom Designer beeinflusst sind. Die Bohrungen für die Schrauben, die hier die Griffschalen halten, wo sie sein sollen, die sind wirklich am äußersten Rand des Holzes. Hätte man jetzt tatsächlich chinesisches Holz verwendet, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch gewesen, dass das nach Zeit X hier einfach unter den europäischen Wetterbedingungen Risse sich bilden oder das Ganze zerspringt. Das wollte man vermeiden. Also hat man aus Amerika Wüsteneisenholz nach China importiert, anstelle einfach das lokale Holz zu verwenden. Das fand ich schon mal direkt einen sehr spannenden Punkt. Das sind aber so Kleinigkeiten, über die man als Konsument nicht zwangsläufig nachdenkt. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir schauen uns hier um. Die Hardware haben wir gerade schon gesehen. Die ist sehr schlicht gehalten. Das Ganze generell ein absolutes Gentleman-Folder. Special Occasion Knife, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich finde es absolut zeitlos und schön. Und hier hinten sehen wir schon die Liner. Und da kann ich direkt mal noch eine Anekdote bringen, denn die sind aus Titan. Und ich sage euch jetzt gleich schon mal, das war nicht von Anfang an so angedacht. Vielleicht fange ich da mal ein bisschen weiter vorne an. Tuya Knife und der Designer Martin Annegarn, die haben sich relativ schnell geeinigt, dass dieses Messer seinen Preis bekommt, nämlich 169 Euro. Und danach sind immer mehr Details auf den Markt gekommen, die am Ende tatsächlich die Marge von Tuya deutlich verringert haben. Und ich darf das hier erzählen, ich habe mit Sascha auch drüber gesprochen, und da geht es in keinster Weise um böses Blut oder Meckern auf hohem Niveau. Er wollte mir einfach nur mal sagen oder darlegen anhand dieses Beispiels, womit ein Messerhersteller sich tatsächlich alles beschäftigen muss, wenn er einen solchen Deal macht. Und die Liner sind nur ein klitzekleines i-Tüpfelchen, könnte man fast schon sagen. Beim Unboxing dieses Modells, da, falls ihr es übrigens noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das sehr gerne nochmal. Es ist ein richtig fettes Unboxing, 22 Messer, ein paar Stifte, habe ich das Ganze hier schon als Slipjoint verschrien. Aber wir reden hier über einen Double Detent, und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Und das müssen wir sofort wiederholen, einfach weil der Walk and Talk richtig großartig ist. Einen satten Halfway Stop hören wir hier, sehen wir hier auch. Ja, und hier nochmal eine deutliche Arretierung am Ende, die aber keine richtige Arretierung ist. Da fällt dann der Detent Ball in das dafür vorgesehene Loch. Und was hier auch noch eine Besonderheit darstellt, es ist deutlich schwerer zu schließen als zu öffnen. Das hat einfach den technischen, mechanischen Hintergrund, dass die Löcher, in die der Detent Ball fällt, unterschiedlich groß sind. Im geöffneten Zustand fällt er also in ein etwas größer gebohrtes Loch als im geschlossenen. Und deshalb
haben wir hier ja eine ziemlich belastbare Spitze. Sascha hat gesagt, es ist ungefähr ein Traggewicht oder ein Druckgewicht von 2 Kilogramm an der Spitze nötig, damit das Ganze sich wieder verschließen lässt. Und das merkt man auch deutlich. Dieser Unterschied ist definitiv da. Und der fühlt sich für mich auch ziemlich gut an. Ich lege euch das Ganze jetzt mal hin, dass ihr es mal schön anschauen könnt. Das fällt mir ja immer ein bisschen schwer, wenn ich begeistert bin von einem Messer. Von beiden Seiten super schlicht gemacht. Hier ist das Thuja-Logo aufgebracht und hier ist das Logo von Martin Annegarn. Und das ist auch ja, symmetrisch dargestellt. Also man hat eigentlich 2 Show-Sides, kann sich dann aussuchen, welches Logo man hübscher findet. So oder so, auf jeden Fall mega clean, absolut schön, gefällt mir super, super gut. Die Handlage ist hier ja für mich noch ein Vierfingermesser in meiner Large-Sized Hand in Handschuhen. Und ich muss sagen, das Ganze ist hier so schön geformt. Generell dieses Holz, Wüsteneisenholz als Material, fühlt sich einfach sehr, sehr schön an. Und es liegt hier auch wirklich sicher und gut in der Hand. Ja, das Street Legal heißt nicht einfach so Street Legal. Hintergrund war, dass Martin Annegarns Anspruch an dieses Messer war, dass es in komplett Europa ja, legal zu führen ist. Das hatte dann natürlich nicht nur Einfluss auf die nicht vorhandene Arretierung, sondern auch auf die Größe des Messers. Da haben dann Länder mit strengen Messergesetzen wirklich den Ausschlag gegeben, was die Klingenlänge betrifft. Deshalb ist das Ganze, 6,7 cm lang geworden, also die Klinge hier 6,7 cm aus M390 Micro Clean, also auch hier hat sich hier keiner lumpen lassen, einen schönen Superstahl verbaut, absolut ja, Premium-Ware. Und wir haben hier eine Stärke am Klingenrücken an der breitesten Stelle von 2,3 mm. Wir machen hier mal ganz kurz weiter mit dem Schliff und der nächsten Anekdote. Ihr erkennt hier schon einen Hohlschliff und hier ja, ist Thuja Knife quasi in die nächste Falle getappt, hätte ich fast gesagt. Also nehmt das bitte nicht übel. Sascha hat auch in keiner Sekunde irgendwie negativ gesprochen. Er hat mich einfach nur mal auf die ganzen Details hingewiesen. Bei einem Hohlschliff entsteht hier am Ricasso ja, so eine Art Parabelkurve, könnte man sagen. Jetzt hat Thuja Knife den Plan gehabt, den Hohlschliff maschinell zu erzeugen, hat Martin dann einen Prototypen zugesendet und ihm ist sofort aufgefallen, dass der Hohlschliff, den er an seinen Customs macht, eine andere Parabelkurve bekommt und ja, war nicht so ganz zufrieden mit dem Hohlschliff prinzipiell. Schon, aber aufgrund dieser Kurve, die der halt unten macht, wenn er maschinell erstellt wurde, fand er es nicht gut. Also ist Thuja Knife auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, alles klar, dann schleifen wir eben per Hand. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich am Preis nichts verändert. Ich erinnere nur noch mal ganz kurz daran, die 169 Euro, die waren gesetzt, bevor diese ganzen Gespräche in diesem Detailreichtum stattgefunden haben. Natürlich hat man sich vorher schon Gedanken gemacht, aber ja, solche Sachen kommen dann halt einfach später noch obendrauf. Jetzt hat man den Designer glücklich gemacht, der Hohlschliff wird per Hand durchgeführt und man könnte dann sagen, ja, das war's jetzt. Jetzt haben wir dich da, wo wir hinwollen. Aber nein, es gab ein weiteres Problem und das war das Gewicht des Ganzen. Denn vorher hat Thuja Knife 4 Stahlliner eingesetzt. Auch damit war Martin unzufrieden oder unglücklich, könnte man eher sagen. Und die Frage, wie man an so einem Messer Gewicht spart, stand jetzt im Raum. Jetzt hat man wirklich hin und her überlegt, kann man das Wüsteneisenholz noch von innen ausfräsen, sodass es einfach noch weniger Material gibt, was Gewicht mitbringen kann. Hat sich aber dann dagegen entschieden, damit man die Stabilität hier nicht noch weiter beeinflusst, zumal nochmal diese Bohrungen am Rand wirklich schon eine kritische Geschichte sind. Sascha sagt, er hat jetzt von allen verkauften Modellen 2 oder 3 Rückläufer, wo es leichte Risse gibt oder Rückmeldungen, glaube ich. Ich glaube, die wurden nicht mal zurückgeschickt, weil die Funktion in keinster Weise beeinflusst haben. Da haben sich nur Kunden gemeldet und gesagt, hier guck mal, hier ist ein Haarriss. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die nicht mal zurückgegangen, weil die Kunden das nicht schlimm fanden. Die wollten es nur angemerkt haben. Ja, also weg davon, hier das Holz noch auszufräsen. Was bleibt einem dann noch großartig übrig? Wir haben hier keine Chance. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Titanliner. Auch die waren ursprünglich nicht im Plan inbegriffen, sind dann nachträglich dazugekommen. Den Kostenfaktor könnt ihr euch auch vorstellen. Das gibt es leider nicht gratis, auch nicht für Thuja Knife. Und auch das hat Thuja Knife dann geschluckt und einfach umgesetzt. Nochmal, das soll jetzt keinsterweise böse klingen. Aber der Martin ist einfach sehr, sehr erpicht darauf, dass ein Messer
wo sein Name draufsteht, auch seinen Anforderungen entspricht. Und das ist ja für uns als Verbraucher, als Kunden definitiv was Positives. Und es ist super schön, dass Tuya hier bei dem Preisversprechen geblieben ist. Denn sonst könnten wir uns das Ganze mit Sicherheit nochmal für 50 Euro mehr dann in den Warenkorb legen. Also ich bin absolut begeistert, sowohl vom Designer als auch von der Umsetzung der Firma. Und jetzt hat einer der Cousins, sind es glaube ich, von Tuya Knife einen großen Fehler gemacht, nämlich der Kim, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat einen Prototypen gebaut, jetzt mit Titanlinern, mit dem handgemachten Hohlschliff, mit den Schrauben ganz am Rand, mit dem amerikanischen Wüsteneisenholz und hat sich gedacht, der Prototyp ist super, den wird der Martin auf jeden Fall mögen, den schicke ich ihm jetzt mal zu. Und hat hier so als kleine Überraschung einen Sonnenschliff von innen auf die Titanliner gemacht. Ich weiß nicht, ob man den hier irgendwie sehen kann, ich befürchte nein. Googelt das sehr, sehr gerne. Das seht ihr auch auf der Seite von Writing Tonic Flipping. Wenn ihr dieses Modell sucht, da ist wirklich auf der Innenseite der Titanliner nochmal ein schöner Sonnenschliff drauf. Als kleine Überraschung. Das ist gut nach hinten losgegangen, denn Martin Anegan hat das so gut gefallen, dass er Tuya Knife gebeten hat, das jetzt auf alle Modelle zu packen. Natürlich hat Tuya Knife wieder Ja gesagt und ja, so ein kleines bisschen unterschätzt, wie lange das doch dann wirklich dauert. Nichtsdestotrotz haben sie es umgesetzt und das ist wieder ein klitzekleines Detail mehr an diesem Messer, was mich absolut umhaut. Die gesamten Abmaße des Street Legal belaufen sich hier auf 16 cm geöffnet und mit einem absoluten Knallergewicht von knapp unter 60 Gramm, nämlich 58 um genau zu sein. Und auch hier im Close-Up seht ihr nochmal, wie schön dieses Holz einfach aussieht. Ja, das ist für mich einfach eine sehr, sehr gute Materialwahl, ganz im Gesamten, muss ich sagen. Und auch diese Action oder dieser Walk and Talk, der macht einfach wirklich nur Spaß. Geliefert wird das Ganze hier mit dieser ziemlich hochwertig verarbeiteten Scheide. Hier unten ist nochmal Tuya Knife eingeprägt. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr schön. Also ich finde es sehr schön, weil es einfach an der Stelle ist, die unauffällig ist. Man hat seinen Markennamen draufgepackt und ich finde, das darf man auch definitiv. Aber in schlicht und schön versaut die Optik nicht. Haben einfach super, super gelöst. Und das Messer, jetzt muss ich mal schauen, wie rum es bisher hier drin saß. Ich glaube, so sitzt hier drin auch wirklich sicher. Das macht Spaß. Das kann man sich einfach in die Hosentasche packen. Hier die Federspannung ist definitiv ausreichend. Ja, und durch diese halbmondförmige Aussparung hat man auch einen ganz guten Zugriff. Ganz gut sage ich jetzt extra, weil ich weiß, dass sich da noch ein bisschen was ändern wird. Man sollte ja jetzt meinen, okay, das Teil hat Tuya Knife einiges an Zeit und Nerven gekostet und es war mit Sicherheit nicht günstig, hier in die Herstellung zu gehen. Und das ist ja ziemlich gut angelaufen, muss man auch mal dazu sagen. Warum sollten sie also jetzt noch was ändern? Aber das ist nicht, wie Tuya Knife arbeitet und auch nicht wie Sascha arbeitet. Der hat ja nach wie vor auch noch Einfluss. Und das meine ich jetzt gar nicht so komisch, sondern der unterhält sich ja mit den Menschen, egal ob mit den Herstellern, mit dem Designer oder auch mit uns Kunden. Und bringt viele Menschen zusammen. Und ich glaube, das ist eins von Saschas Talenten, wirklich die richtigen Leute zusammen an einen Tisch zu setzen oder manchmal auch am richtigen Tisch zu sitzen und das richtige Getränk mit den richtigen Leuten zu trinken. Es wird definitiv in der zweiten Auflage ein paar kleine Veränderungen geben. Und auf die gehe ich jetzt noch ganz kurz ein. Eine Veränderung, die es definitiv geben wird, betrifft hier den Double Detent, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Ich hatte euch ja erklärt, dass es zwei verschieden groß gefräste Löcher hier in den Linern gibt, in die die Detent-Kugel reinrutscht, was dafür sorgt, dass es hier eine unterschiedliche Stärke gibt, was das Öffnen und Schließen des Messers betrifft. Das soll wohl jetzt im Langzeittest bei dem ein oder anderen Modell verloren gegangen sein. Das heißt, irgendwann hat sich das angeglichen. Und schließen und öffnen war jetzt gleich schwer oder einfach und weil das einfach nicht im Sinne des Erfinders ist, geht man jetzt her und wird diese Stellen, an denen die Löcher gefräst sind, nochmal partiell härten. Das bedeutet, dass der Effekt einfach länger überlebt bzw. einfach gar nicht mehr abgemildert werden soll. Und die anderen beiden Änderungen betreffen beide die Lederscheide. Zum einen
ist einem Kunden auch aufgefallen, der hat dann Kontakt zu Sascha hergestellt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Niete hier unten Kontakt zum Messer hat. Die ist zwar innenliegend abgerundet und abgeflacht, das bedeutet, auch wenn man da tausendmal das Messer rein und raussteckt, wird hier am Holz kein Schaden entstehen. Das sieht man hier auch an Saschas privatem Modell übrigens, weil die ja nun mal leider gerade ausverkauft sind. Also nochmal danke Sascha, dass du ein paar Tage drauf verzichtest. Auch wenn man das wirklich oft rein und raussteckt, da wird am Holz kein Schaden entstehen. Nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den Sascha absolut einsieht. Man spürt, dass das Messer Kontakt hat. Das spürt man, glaube ich, beim Einstecken ganz gut. Oder, nee, gar nicht ganz gut. Man muss sich wirklich drauf konzentrieren. Ich persönlich merke es nämlich gar nicht. Nichtsdestotrotz geht Tuya Knife da jetzt her und legt nochmal eine Lage Leder hier über diesen Pin, damit da wirklich kein direkter Kontakt zum Holz entsteht. Und der zweite Punkt, der sich hier ändern wird an der Scheide, ist die Rückseite, nämlich auch hier wird jetzt zukünftig ja so eine kleine halbmondförmige Stelle ausgeschnitten. Das heißt, dass man einfach wirklich noch besser, noch einfacher Zugriff hat. Ich für meinen Teil bin auch hier mit der ersten Ausfertigung, ja, weiß ich nicht, schon hin und weg. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stück, egal ob man das wirklich nimmt, um das zu nutzen, um zu reisen, weil es einfach möglich ist, das legal zu führen in vielerlei Ländern. Oder ob man es wirklich als Sammlerstück nimmt, weil man sagt, man möchte gerne mal ein Martin Annegarn-Design haben. Und wie ihr jetzt im Laufe des Videos hoffentlich feststellen konntet, sind da auch wirklich einige Einflüsse von Martin in dieses Messer gegangen. Und ja, wahrscheinlich ist es deshalb und ja, aufgrund der guten Kooperation mit Tuya Knife auch wirklich zum Messer 2022 gewählt worden. Zu Recht, wie ich finde, die 42A. Und die Double Detent-Geschichte sind heute zeitgemäßer denn je. Jetzt ohne da allzu viel drüber zu verlieren, es ist definitiv sinnvoll und die Community ruft ja auch wirklich oft danach, dass man ein Messer baut, das man auch führen darf, damit es einfach keine Probleme gibt. Das hat man hiermit definitiv und man hat nicht einfach nur einen Slipjoint gebaut, das wäre ja auch definitiv eine Option gewesen, und man hat auch nicht einfach nur irgendein Double Detent gebaut, dass man hier auch wieder zusnappen kann mit dem Finger. Das machen ja viele und das hat natürlich einen hohen Fidget-Faktor dann, aber man hat hier wirklich was Grundsolides gebaut, an dem man wirklich lange, lange Spaß hat, mit Materialien, die ich wirklich top finde. Muss ich schon sagen, ich bin ziemlich beeindruckt und gerade mit diesem ganzen Background-Wissen, mit dem Sascha mich gefüttert hat, ja, bin ich begeistert vom Preispunkt und vom Gesamtergebnis. Das war ja alles, was ich euch zu sagen hatte zum Street Legal von Tuya Knife. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Inside-Infos haltet. Ich bin begeistert und ich danke an dieser Stelle nochmal Sascha dafür, dass du mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt hast, und ich danke euch natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Ciao!